Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir machen weiter. Wir haben den Market hier ergattert. Ja, in der letzten, das war letzte mittelgroße Aktion. Und zwar wurde er dann hier gedroppt. Von da oben. Der Bobby. Bob. Ich nenne ihn ganz herzhaft Bobby. Oh, ich kann ihn verschieben, den Bobby. Das ist schlecht. Bobby geht zurück. Bobby geht zurück. Mensch, da muss ich ja Angst haben um Bobby. Muss ich noch was hinterbauen? Oh, warte, Bobby. Bobby, stürzt mir nicht in den Abgrund. Spawnt eigentlich ein neuer Bobby, wenn ich den hier verbrauche. Also, mit verbrauchen meine ich aus Versehen entfernen. So. Oh ne, so. Bobby, du bleibst da. Du lebst jetzt nicht mehr in Freiheit. So, Bobby, mein Freund. Ja, es ging nämlich, im Endeffekt ging es darum, so wie immer, wir wollten eigentlich einen Iron-Setzling machen. Wir haben ja schon so einen Iron-Ember hier gemacht. Und für einen Iron-Setzling brauchten wir einen Zeppling, einen Vanilla, glaube ich sogar. Moment, ich guck mal. Nein, Iron-Zeppling. Ich meine Akazia, oder wie das Ding hieß, ne? Genau, die müssen wir nämlich übergießen. Und die müssen wir tauschen. Ein Emerald? Are you kidding me? Nee, Apple. Und wir brauchen Apple Seeds. Und die Apple Seeds müssen wir uns erdingenzen. Erdingenzen vor allen Dingen. Weil ein Apple Seed ist, glaube ich, gar nicht so. Apple? 8x Beetroot. Was? Warum? Wo kriege ich die her? Eingeben. Eingeben, Freunde. Beet. Ah ja, da gibt es Seeds für. Kann ich tauschen gegen Gold. Sonst kriege ich die nirgendwo her. Statt dein Ernst oder was? Statt dein Ernst? Bist du sicher, dass ein Apple Seed? Den kann ich auch nicht craften, ne? Ich guck nochmal. Ah, oh, just have a look. Apple. Apple Seed. Hier. Ach, ich kann auch einen Apfel da. Och, ne. Ich kann auch einen Apfel in Dingens machen. Dann habe ich Apple Seeds. Bist du doof? Wir hätten gar keinen Market gebraucht. Aber gut, wir werden den später sowieso brauchen. Aber ich brauche einen Apfel. Das heißt, ich brauche Vanilla. Oak Wood. Dingens, oder? Oak. Oh, der Blitz schlägt ein. Ich habe ein bisschen Angst. Wir müssen Dirt Zeppling in Wasser werfen und dann haben wir Oak. Haben wir nicht noch Oak? Kein Oak. Gut, Dirt haben wir genug, ne? Wir können uns schon Oak herstellen. Hier ist noch Wasser drin oder ist es reingeregnet? So, wir haben Oak. Kein Ding. Und dann machen wir jetzt Apple-Porn. Apple. Komm. Oh. Guck mal, die wachsen aus Angst sofort. Was war das? Schlägt hier echt der Blitz ein oder was? Sag mal, kann mir hier die Bude abbrennen? Aufhören! Bin nie mit einverstanden. So, du kannst gerne auch nochmal wachsen. Da habe ich jetzt überhaupt nichts gegen. Komm. Guck mal, ich habe den ersten Hungerbalken weg. Den ersten Hungerfleischkeule-Ding. In der sechsten Folge haben wir mittlerweile. Habe ich jetzt das erste Mal Hunger. Das ist ein. Naja. Ein wunderbares Gefühl. Dieser Hunger. Schön, Freunde. Wenn ich jetzt noch einen Äpfel kriegen würde, also ein Äpfel, verstehst du? Bitte gib mir einen Äpfel. Da wäre ich dir dankbar. Es hat aber in der ersten Aufnahme Session schon so lange geregnet und jetzt regnet es schon wieder so lang. Also bitte. Können wir nicht bei Sonnenschein arbeiten? Ach, hör auf jetzt, wie wittert das hier auch noch? Schlägt hier der Blitz ein? Nee, ne? Habe ich einen Apple? Nein. Ich weiß gar nicht, wie die Droprate ist für einen Apple. Bestimmt wieder Käse. Käsehaft. So, liegt irgendwo ein Apple rum? Nö. Ja, dann wird. Wird das jetzt der größte Akt in dieser. Ach, guck mal, Blitzsonnenschein. Das nennt der Fachmann Blitzsonnenschein. Krass, wie schnell das wechselt. Das ist doch krank.
Ja gut, ich wäre jetzt dafür, dass du wächst. Danke. Du bist ein Netten. Und jetzt schmeiß einen Apfel runter. Und du kannst gerne mitmachen. Aber bitte kein Riesenbaum. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Komm, kein Riesenbaum. Komm schon, streng dich an. Ah, er tut's nicht. Oh, er tut's doch. Also, runter damit. Und? Nö. Also ich sehe nix. Oh, mein Stock ist alle. Oh, mein Stock ist alle. Was mache ich denn da? Oh, rieche ich mich meine Maus gerade auf? Ist der Akku leer? Schon wieder mitten in der Aufnahme der Akku leer. Das ist nicht das erste Mal, Mäuselein. Mein Mäuselein, das ist nicht das erste Mal. Muss ich mir echt eine Schnurmaus kaufen jetzt? Wegen dir? Wollte ich eigentlich vermeiden. Aber wenn das dauernd in der Aufnahme passiert, denn Karl-Heinz habe ich bald keine Wahl mehr. Ja, meine Maus heißt Karl-Heinz. Oder Bertha, wahlweise. Karl-Heinz oder Bertha. Ach, guck mal, jetzt flutscht du ja wieder. Blödes Viech. Ach ja, und jetzt hatte ich die Batterie draußen. Jetzt hast du die DPI verstellt, ne? Ja, du bist schon. Ein Apfel! Hat sich gelohnt. Da war ich abgelenkt durch die Maus und schon habe ich einen Apfel. Ich freue mich. Da freue ich mich aber. So. Schön. Ein Apfel. Wir nennen es ein Apfel. So, warte mal. Wir müssen nicht. Aber jetzt bitte nichts falsch machen. Wir müssen das kuscheln, ne? Oder was drin. Und das gibt. Ein Apfel zieht! Dün, 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 dün. Oh. Kann ich triggern? Nö. Was ist jetzt hier drin? Abbauen. Ach, ich kann wieder nicht abbauen. Freunde, das wird bestimmt noch klappen, dass wir diese Folge Eisen kriegen. Meine Güte, das dauert ja ewig. So. Abbauen. Das Ding muss leer sein. Haben wir schon mal gesagt. Ja, also ich wäre jetzt dafür, dass wir so ein bisschen Bone Meal drin schaffen, ne? Weil ich warte doch jetzt nicht, mit dem Ding hier ganz alleine gewachsen ist. Oder wir können ja irgendwas in der Zwischenzeit tun vielleicht. Also ich kann es nicht triggern, zumindest nicht so. Vielleicht kann ich es hier mit triggern. Also mit Knochenmehl. Vielleicht. Knochenmehl. Knochenmehl. 5. Apple Sapling. Ich kann nicht nehmen. Warte mal. Ich hab einen Apple Sapling. Ja, ich hab einen Apple Sapling. Yippie. So, was war jetzt damit? Ach, den mussten wir übergießen, ne? Warte mal. Ach nee, den müssen wir ins Wasser werfen. Junge, ich drop dich ins Wasser. Da hast du noch nicht hier. Aber eigentlich ist das doof, was ich gerade machen will, ne? Weil das ist der einzige, den wir haben. Wir sollten eigentlich uns neue holen. Warte mal. Moment. Ich mach gleich. Ich hab Hunger. Hier, was ist hier mit so einem Bacon? Lecker Schmecker. So, jetzt mach hier mal fertig. Wie, den kann ich auch nicht twirken? So ein Apple Sapling lässt sich aber bitten, ne? Hallo? Hier liegt was rum. Was ist das? Bone Sapling. Ja, vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Bone Meal hier raus. Weil der lässt sich nicht bitten. So. Oh, der ist schon wieder verbraucht. Ja, da hat nämlich, ach so, habe ich ja gar nicht erwähnt. Dieses schnelle Abbauen hier.
Zack, das ist nämlich eine Mod. Das habe ich nicht gewusst. Die war hier drauf, aber die war blockiert. Oh, geht nicht. Das geht nicht. Und da hat mich ein Kommentar drauf. Da muss ich jetzt aber nachgucken, ne? Ich kann euch den Namen gar nicht sagen. Weil es schon einige Zeit her ist. Moment, ich gucke gerade nach auf YouTube. Auf dieses ominöse YouTube gucke ich gerade mal. Weil da gab es einen Kommentar zu. Wie das geht. Da lese ich mal gerade den Namen vor. Warte mal. War das hier? Ja, hier war das. Hier. Silent Pain. Vielen Dank an dich, falls du das hier siehst. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man die instant abbauen kann. Und zwar mit Ore Excavate, oder wie die Mod heißt. Ore Excavate. Da sind nur, also vielleicht hat ja einer das Problem, ich kann es dir mal zeigen. Also man muss hier unter Controls. Und da gibt es hier irgendwo Ore Excavate. Hier, Bildungsauftrag für heute. Ore Excavate. Kennt wahrscheinlich auch schon jeder, außer ich, ne? Ich mache hier gerade einen dicken von. Aber egal, ich will es euch trotzdem zeigen. Aber ich finde es gerade nicht. Oder bin ich schon vorbei? Da, das ist es. Da gibt es nämlich zwei Stück. Also einmal Excavate. Das heißt, man kann... Also das heißt, wenn man die Maustaste... Also diese... Bei mir habe ich jetzt auf die weiteren Maustasten gelegt. Also wenn ich die eine Maustaste festhalte, baut er ab. Und auf der anderen kann ich halt die Größe bestimmen. Also das Feld. Wenn ich hier jetzt drücke, seht ihr das da unten? Excavating Shape. So, kann ich das Feld verändern. So, und deswegen können wir das so schnell abbauen. Ist das nicht cool? Ach, muss ich jetzt echt warten, bis das Ding gewachsen ist. Okay. Und dadurch ist das Bäume fällen. Ich versuch's nochmal mit Baumehl. Dadurch ist das Bäume fällen jetzt so einfach geworden. Also so weit von einfach. Vielleicht sollte ich ja die Seeds da anpflanzen, ne? Vielleicht sollte ich da die Seeds anpflanzen. Das würde vielleicht Sinn machen. Dann hätten wir ein bisschen was getan. Mann, das sieht nicht schön aus, aber dann hätte ich Früchte. Die könnte ich dann vermehren. Wird ja irgendwann kommen. Das wird ja irgendwann kommen. Ich will nur eines erreichen, und zwar, dass wir diese automatische Baumabernte-Geschichte fertig kriegen. Dann können wir so langsam anfangen, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen und so weiter. Da seht ihr, ich halte die Maustaste fest und zack. Zack. Geht damit, geht auch mit dem Stamm. Zack. Und das erleichtert einiges. Gut, dabei ist das 5x5-Feld wahrscheinlich zu klein, deswegen hat er oben einen hängen lassen. Aber trotzdem, das ist also... Mir gefällt das wunderbar. Wunderbar gefällt mir das. So, wir pflanzen hier noch ein. Packen das weg. Machen Bone Meal drauf. Ah, es hat funktioniert. So, das baue ich jetzt aber einzeln ab. Ich brauche unbedingt Sepplinge. Noch mehr davon. Sonst muss ich gleich noch einen machen. Oh, ich habe einen. Ist das jetzt auch ein Apple? Das ist auch ein Apple. Ich brauche mehr davon. Noch einen habe ich gesehen. Noch einen. Ja. Weil diese Apple-Sepplinge, da habe ich keinen Bock nochmal, die fertig zu machen. Aber das ist doch ein Apple-Baum, oder? Da müsste doch jetzt aus jedem zweiten Blatt ein Apfel rausdroppen, oder nicht? Mr. Herr Apple-Baum. Oder was ist los? Zack. So, da spart man sich aber trotzdem nicht die Use, ne? Also die wird dann halt schneller verbraucht. Logischerweise, wenn man mehr Blöcke abbaut, dann ebenso schnell wie das andere auch. Also, das machen wir jetzt auch nicht mehr hier. Also, wir machen ein Apple Sapling, behalten wir, der Rest kommt weg. Oak Sapling auch weg. Guck mal, haben wir noch 9 Sapling. Oak. Das ist ein doller Sapling. Ja, ich glaube, wir schieben das mal zwischen, ne? Wir machen das wirklich mal. Also, wir machen mal hier ein bisschen. Mann, das ist hässlich wie die Nacht. Das bauen wir auch alles wieder ab. Das ist keine Frage. Das bauen wir wieder ab hier. Auch. Also, wir machen da einfach mal Watte rein. Watte. Graben das um. So. So ein Umgrabwerkzeug habe ich auch gar nicht, ne? Machen wir gleich aus Stein. Wir haben es ja dicke. So, was haben wir hier? 2 Karotten. Machen wir erstmal fertig. Warte mal, wir können nicht mal alles mitnehmen. Wir haben keinen Platz. Hier 2 Karotte. Den haben wir. Potato. Und wir haben Seeds. Ganz normale Seeds. Seed. Und wir haben. Da war doch noch einer. Ach nee, das waren Leaves.
Okay. Packen wir mal das Werkzeug hier bei. Nee, ist auch blöd, ne? Ach, ich habe da keinen Platz für. Ich weiß es nicht. Ja, dann machen wir jetzt uns endlich mal so ein Arcania-Sapling. Und der ging ja, indem man das da reinwirft. Apple-Sapling in Wasser gibt ein Acacia. Darum ging es doch nur. Und jetzt sind wir 15 Minuten weiter und haben immer noch nichts geschafft. So, jetzt haben wir einen. So, den mussten wir jetzt natürlich bedröppeln, nicht wahr? Genau, wenn wir den mit Iron-Dingens bedröppeln, kriegen wir ein Iron-Sapling. Yay! Also wir müssen Eisen schmelzen. Lack. So. Funktioniert. Was sind da drin? Tin. Vielleicht sollte ich... Soll ich das vorher vielleicht wegtun? Nicht, dass sich das vermischt. Ach nee, aber da vermischt sich nichts, ne? Aber ich kann es jetzt auch nicht brennen. Genau, so ist es. Das Ding wird nicht schmelzen. Lass mal den Tin da raus. Ja, das wird nicht schmelzen. Weil... Das Ding kann nicht mischen. Das kann nicht zwei verschiedene. Statt in der Anleitung. Dafür muss man das ein bisschen komplizierter bauen. Aber dafür können wir dann auch die große bauen. So. Und man kann ja diese Porzellanschmelzerei, dieses Mini-Ding, kann man hier unten auch zu Beginn, wenn man das möchte, wenn man noch keine Lava hat, mit Kohle antreiben. Nur Kohle schmilzt kein Eisen. That is fucked. Kohle schmilzt kein Eisen. So, Akazia und drauf. Weil da braucht man mehr Hitze für. Und es funktioniert nicht. So, jetzt kriegen wir so langsam. Jetzt kriegen wir aber so langsam hier ein, ne? Ja. Eisen. Wir haben Eisen. Oh, ich freue mich ein bisschen. Warte mal. Wir können das aber gleich mitschmelzen hier. Weil wir werden jetzt 9 Blöcke Eisen erstmal machen, oder? Oder was steht als nächstes an? Mal gucken. Also, wir müssen auf jeden Fall Eisensäpplinge sammeln. Also, wir brauchen erstmal einen Ingot. Einen Eiseneimer. Das ist auf jeden Fall. Naja. Und dann kommt schon Redstone. Und wir könnten hier aber schon einen Lapisbau machen. Und dann ging es mit Lead weiter und so weiter. Und dann gibt es hier Gold. Und mit Gold könnten wir endlich eine Ingotform machen, glaube ich, ne? Das war ja mal dieses komische Brasszeug oder wie das hieß. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so. Das ist, glaube ich, jetzt Gold. Vielleicht vertue ich mich da auch. Aber ich hoffe nicht. So. Ach, Menno, jetzt mach doch das Ding mal fertig und nimm es da mal raus. Okay, dann machen wir erstmal ein paar Dingens fertig hier. Warte mal, das geht ja auch schnell. Brauchen wir gar keine Timelapse von machen, ne? So. So. Und so. Fertig. Fertig ist das Mondgesicht. Und wir haben 9 Säpplinge gekriegt. Dann machen wir das Ganze normal. Oh, das spart ja so viel Zeit mit der Mod. Schön. Schön, dass Silent Pain mich darauf aufmerksam gemacht hat. Sehr schön. Wunderbar. Also, weg damit. Du auch. Der spart echt viel Zeit. So, weil wir werden die Replay-Mod trotzdem nutzen. Aber so kommen wir einfach mit dem Fortschritt auch weiter. Ne? Das ist schön. Also, komm. Wir sind hier gerade am Eisenbeidow. Wir holen alles raus. Komm schon. Einmal noch. Der Eisensäppling wirkt viel dunkler, ne? So, jetzt ist der wieder alle, ne? Boah, der geht richtig schnell alle, wenn man das mit diesem, mit Ore Excavation abbaut. Den haut ihr mal so richtig rein. So. Schön. Stelle ich mich hier hin und twerke und baue gleichzeitig den Stamm ab. Oh, Manu. Ach so, das Ding ist auch alle. Das geht schnell. Also, einmal, zweimal, dreimal. Und weg. So, dann gucken wir gleich mal, wie viel Eisen wir da an Gang kriegen. Ob wir denn schon 9 Stück haben. Alles runterreißen, komm. So, Werkbank. Wo haben wir denn hier Iron? Hier, nee, das ist Död. Död. Wo ist denn Iron? Hier. 5. Müsste gehen.
Weil die werden ja verdoppelt. Ne, sind schon 3 drinne. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 9. Yay! Also haben wir gleich 9 Iron Ingots. Ach, wir brauchen noch eine Müllkiste irgendwie, ne? Ach, Mann, ey. Wir sollten uns auch als erstes aus diesen Iron Ingots dieses Ding automatisieren. Und einfach nur hinstellen. Da können wir uns dann immer wieder Eisen rausholen, weil wir brauchen das als ziemlich allererstes. Und da brauchen wir gleich Lava. Und dann brauchen wir wieder einen neuen Eimer. Und oh, das nimmt auch kein Ende hier, ne? Man ist ja auch ein Stück weit gut so, ne? Hier Porzellan und Clay und so. Das müssen wir alles irgendwo hinräumen eigentlich. Kriegen wir aber so einfach nicht hin, ne? So, haben wir jetzt gleich 9? Müsste eigentlich hinkommen. Ein Block. Plöpp. Ach, schön. Ein Block Eisen. Und ich habe schon wieder Hunger. Leute, was macht denn der Hunger heute? Gab es ein Update? Nee, ne? Achso, das muss jetzt... Die Abkühlphase hier ist deutlich länger geworden bei Eisen. Jetzt bei 40%, 41, 45, 50. Das ist länger geworden. Das ist mir aufgefallen. Hier und Flint und so. Ich brauche noch eine Truhe. Ich brauche noch eine Ramschtruhe. Das nützt nichts. Ich habe nur 9. Super. Weil ich komme so nicht zur Rande hier. Mein Inventar ist absolut voll und wir sind noch nicht so weit, dass wir Dingens können. Hier, sag doch mal. Dass wir... Mann, ich bin in Gedanken. Dass wir hier unser Lagersystem bauen können. So. Sprich's doch mal aus. Schere. Wir machen erstmal alles so ein bisschen weg, was ein bisschen über ist. Dieses ganze Zeug muss eigentlich auch weg. Es muss eigentlich neben die Werkbank. Wenn man darauf zugreift, hat man es hier gleich und dann kann man es gleich verbauen, ne? Naja, können wir gleich mal machen. So, wir müssen erstmal hier so ein Ding essen. Das gibt aber nicht viel, ne? Oh, das gibt fast nichts. Super. Ja, wir haben Eisen. Da ist es. 9 Ingos. Und dann machen wir uns gleich einen Eimer von. Und den Rest warten wir mal ab. Ist hier was drin? Huch. Wasser. Es ist voll geregnet. Bitte kein Wasser da reinmachen. Wäre ich euch sehr dankbar. Wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen Lava... Nee, wir müssen eigentlich auch Lava machen, ne? Und ein Bett. Und Lapis. Was brauchen wir denn für Lapis? Wir haben jetzt... Wie viel? Achso, wir haben jetzt 28 Iron Saplings. Jo, das kann man machen. Das reicht erstmal als Vorrat. Aber wir gucken gerade mal, ob wir... Vielleicht kriegen wir Lapis ja auch noch hin. Lapis... Lapis Lazuli. Die Acorns kann ich nicht haben. So, achso, Water Bottle. Okay, Water Bottle kriegen wir ja hin. Glas können wir uns ja herstellen. Dann können wir ein Dark Oak Sapling. Clay und Bone haben wir. Dark Oak Sapling, da geht's jetzt wieder los. Ein Coal Sapling in Wasser schmeißen. Ja. Ja, das ist schnell erledigt. Regnet ja wieder. Ist ja Wasser drin? Ist ja nicht voll. So, haben wir ein bisschen was zum Weglegen, ne? Dark Oak. Hier, bitteschön. So, und den müssen wir ins Wasser schmeißen, ne? Das heißt, nochmal Wasser rein. Ach, das stimmt doch gar nicht, was ich da rede. Den müssen wir vercraften. Meine Güte. Konzentriere dich ein bisschen. Wir müssen Wasserflasche herstellen. Das heißt, wir brauchen Sand. Du bist Sand, ne? Genau. Oh, ist das schön, das gefällt mir. Ich habe echt Bock, hier Bäume Platz zu machen mit dieser Geschwindigkeit. Mit der neuen Geschwindigkeit. Ja, flups. Herrlich. Und ich habe schon, habe mal so ein Let's Play gesehen, so eine Folge. Ein komplettes nicht, aber eine Folge. Und da habe ich das auch gesehen, wie die Bäume so. Ich dachte, Mann, was machen die da und wie geht das? Und wie machen die Bäume so? Ich dachte immer, die hätten sich nochmal extra... Also nicht Sky Factory oder was auch immer das war, so gelassen, wie es war, sondern nochmal extra irgendeinen Mod drauf gemacht. Oder irgendein Tool gecraftet, was ich nicht kenne und was das dann automatisch auch drauf hat. Gibt es ja von Dingas zum Beispiel. Die Lumber Eggs. Die hat das ja auch als Funktion, dass der Baumstamm verschwindet. Sowas habe ich gedacht. Aber dass das so einfach ist. Und wir nutzen das natürlich, weil das eine Unmenge an Zeit spart. Ich freue mich darüber, Freunde. Um es mal ein bisschen ostdeutsch zu erwähnen. So, wir dürfen noch jetzt genug Sand haben, ne? Gucken wir mal.
Den Sand machen wir uns gerade noch fertig. Use Sand. Dreimal Sand. Hier reingeballert. Hier ein bisschen Holz mit bei. Hier. Kannst du mal verbrennen. Verbrenn dich. Oh, das ging aber schnell. Hier noch ein Lock. Machen wir noch ein Lock bei. Ach so, wie wird denn so ein Glasding gebaut? Warte mal. Bottle. Dreimal Glas. Jo, hatte ich doch richtig in Erinnerung. Hier ist ja fast wieder alle. Hier. Dreimal Glas. So, einmal Bottle. Das gibt sogar drei Bottle. Da haben wir ja wieder irgendeinen Ramsch im Inventar, den wir nicht brauchen. Super. So, eine Bottle. Die anderen beiden Bottles dahin. Dann machen wir das wie folgt. Haben wir denn schon alles? Yay, wir haben alles. Wir haben ein Lapis-Lazuli-Chapling. Ein Lapis-Lazuli. Komm, da sammeln wir auch noch vor. Da sammeln wir noch einen vorher. Blue Man Group hieß das. Advancement. Blue Man Group. Ja. Passt ja irgendwie, ne? So. Okay, schön. Wie viele Zeppelin haben wir? Ich glaube, da sind einige bei rumgekommen, ne? Moment mal. 7. Ja, komm. Reicht erstmal. Wenn wir was brauchen, wissen wir ja, wo wir sie finden. Hier, Dark Oak noch einen über. Schön, Freunde. Das freut mich aber. Und dann sind wir auch schon durch. Wir sind bei 26 Minuten. Ist eine gute Länge. Ist eigentlich Überlänge. Aber wenn man Minecraft immer auf 20 Minuten spielt, dann wird's, also man, kann man ja kaum was schaffen, nicht immer? Nicht wahr? Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs dabei sein. Tschüss.